Ja, viele Touristen streifen Bangkok auf ihrer Reise durch Südostasien nur. Der eigene Urlaub ist oftmals so straff durchgeplant, dass keine Zeit bleibt, die thailändische Hauptstadt kennenzulernen. Dabei kann ich doch wirklich nur jedem wärmstens empfehlen, sich diese aufregende Metropole mal anzuschauen, denn es gibt wirklich unglaublich viel zu entdecken. Und selbst wenn man nur einen einzigen Tag Zeit hätte, so wäre es dennoch möglich, sich einen sehr intensiven Eindruck zu verschaffen. Ja, und so sähe er aus. Der perfekte Tag in Bangkok. Wie die meisten anderen Touristen würde auch ich mit einem Banana Pancake, einem Bananenpfannkuchen, in den Tag starten. Meine erste Anlaufstelle wäre der Erawan-Schrein, wo die Thais Unmengen frischer Blumen, Räucherstäbchen, ja sogar gebratene Enten und Schweine für den Hindu-Gott Brahma opfern. Nur zwei Bahnstationen weiter südlich liegt der Lumpini Park, die grüne Lunge der Stadt Bangkok. Ein Spaziergang durch den schattigen Park lohnt sich alleine schon deshalb, weil man mitten im Großstadtdschungel urzeitliche Warane zu Gesicht bekommt, die bis zu 3 Meter lang werden können. Und weiter geht es mit dem Skytrain zur Haltestelle Taxi, wo man am Ufer des Chao Phraya-Flusses in eines der Wassertaxis umsteigt. Nach 8 Stationen erreicht man den Phra Palace, den Königspalast, eine der beliebtesten Sehenswürdigkeiten ganz Thailands. Die Palastanlage besteht aus 2 Bereichen, dem eigentlichen Palast, wo auch die Königsgarde stationiert ist, und dem Nationalheiligtum, dem Wat Prakao-Tempel mit unzähligen Verzierungen, Statuen und Tempelwächterfiguren. Wem jetzt schon die Füße qualmen, der kann jetzt erstmal bei einer typischen Thai-Massage entspannen. Bestens erholt fährt man am späten Nachmittag wieder mit dem Boot den Fluss hinunter. Zu dieser Zeit sollte man tunlichst vermeiden, ein Tuk-Tuk oder Taxi zu nehmen, da Bangkok im Feierabendverkehr erstickt. Das Ziel ist die Scirocco Sky Bar im Lebua State Tower, wo man bei einem Bier oder Cocktail den wundervollen Sonnenuntergang über der Stadt genießen kann. Mit dem Tuk-Tuk geht es anschließend nach Chinatown. Man kann überall in Bangkok gut essen, aber dort ist die Auswahl einfach am größten. Am besten schmeckt es mir in dem Seafood-Restaurant Lek & Rudd auf der Yao Barat Road. Wenn das Hotelbett jetzt noch keine allzu große Anziehungskraft entwickelt hat, dann würde ich den rundum gelungenen Tag auf der Khao San Road mit einem kalten Thai-Bier beenden.